Hallo Leute, ja, wir sind weitergelaufen schon. Hier sind hier wieder in der Grabkammer. Ich habe die Federn da reingelegt. Ich habe so ein paar Dinge dann noch gemacht im Basislager und bin dann losgelaufen hier wieder hinten und sind jetzt hier vor der ersten Tür und werden jetzt hier, wenn wir das Logo gesehen haben, gleich die Tür aufmachen und das erste Skelett wahrscheinlich schlagen. Keine Ahnung, was dahinter ist. Schauen wir mal. So, dann wollen wir mal gucken, ne? Noch ist keiner da. Ja, das war nicht groß. Oder ist da noch eine Tür irgendwo, die ich übersehen habe? Wohl nicht. Gut, okay, hier ist Schicht am Schacht. Das heißt, wir haben noch eine Tür und die ist hier links, oder? Warte mal. Nee, doch. Nee, warte mal. Wir sind hier schon in der Vorhalle durchgegangen, ne? Genau, die Vorhalle ist hier irgendwo. Ne, warte mal, jetzt habe ich mich gerade verlaufen. Nochmal zurück. Hier raus. Da waren wir gerade drin, das heißt, wir müssen nach hier weiter zurück. War da noch was? Ah, da ist noch was. Gut, wir sind immer noch auf der einen Seite und müssen jetzt hier noch gucken, dass wir hier weiterkommen. Okay, die nächste Tür kommt, aber ich glaube, da ist ein Skelett hinter, oder? Nee, da leuchtet ein Pilz. Okay, dann nehmen wir den gelben Pilz mal gerade mit. Und hier ist schon Sabbat. Da ist das Ende. Gut, das heißt, wir sind hier. Da sind wir gewesen, kommen jetzt aber in die Vorhalle, oder? Ja. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier, glaube ich, noch eine Tür. Nee, da ist keine mehr. Da ist noch eine Tür. Und hier waren wir schon, ne? Das war nicht groß, ne? Oder wie war das? Das haben wir ja schon komplett erforscht, ja. Das heißt, wir haben nur noch die rechte Tür. Ja. Das heißt, noch diesen Bereich räumen und dann haben wir diese Grabkammer auch schon geschafft. Und noch einer. Nur zwei. Okay, erledigt. Gelbe Pilze, aber da ist ein rotes Ding, das ist schon mal gut. Ein Kern. Hier in der Mitte liegt auch noch was. Bernstein zweimal, okay. Und das war's schon. Ne, da ist noch eine Tür. Haben wir's, haben wir's. Oh, da ist ein Spawner. Ah, die stehen alle hinter der Tür, die Himmelhunde. Glaube, das haben wir jetzt geschafft, oder? Das sieht so aus. Und da hinten haben wir noch Ware. Steht noch einer hinter der Tür? Ne. Okay, das heißt, noch ein Kern, ein Haufen Münzen. Rubine. Und da ist noch ein Kern. Und das war's dann, bis auf die Truhe, die da noch steht, ja. Und da sind noch zwei Sachen drin, Federn und Bernstein. Bernstein kein Problem, aber die Federn kriegen wir jetzt nicht mehr mit, wa? Was werden wir denn hier los? Doch, da oben war noch ein Platz frei. Geil. So, das heißt, Kiste ist leer. Und ich glaube, der Dungeon ist dann, beziehungsweise die Grabkammer ist dann auch erledigt. Hier haben wir alles mit. Da unten liegt noch was. Oh, 11 Münzen übersehen, wa? Ah ne, Münzen können wir nicht mitnehmen, oder was? Doch. Ist da links noch was? Nee, ne? Nee, nicht, dass wir hier irgendwo in der Ecke noch was liegen lassen haben. Das war's dann. Diese Grabkammer haben wir dann auch leer, oder? Hier war keine Tür mehr, ne, oder? Ne, da sind wir von hier gekommen. Das war ja ein jähes Ende hier. Ich glaube, von da sind wir gekommen, oder? Sind wir von. Ne, hier ist ja auch schon Sabbat. Ja, das heißt. Ja, hier ist noch eine Tür. Die haben wir wohl übersehen beim Durchgehen, ne? Auf ein neues. Aber Ende.
im Gelände. Ja, dann ist hier nichts mehr. Gut. Aber hier ist ja, das ist ja eingestürzt, ne? Das kann man aber nicht wegarbeiten, ne? Habe ich noch nie probiert, oder? Habe ich das schon mal probiert? Vielleicht sind da noch mehr Sachen hinter, weiß ich nicht. Aber das hört sich nicht so an, dass es kaputt geht, oder? Ne, ich glaube, das geht nicht kaputt. Und dann geht's hier wieder raus. Ich glaube, jetzt sind wir hier erledigt. Nicht erledigt, sondern fertig, ne? Gucken, ob wir draußen noch irgendwie so ein Dingens finden. Sag schon, neues Skelett. Ah, ne, ein Skelett nicht, aber er hat schon mal Angst vor Feuer. Halt, stopp. So, haben wir sie jetzt alle oder ist noch ein Werfer da? Ne, ich glaube, wir haben sie alle. Da ist noch Honig und was ist hier noch? Holz und... So. Das heißt, wir haben diesen Dungeon erledigt. Beziehungsweise die Grabkammer. Auch eine schöne Gegend hier, ne? So, jetzt ist zu überlegen, wo wir weiter lang gehen. Nach Süden. Ich glaube, wir gehen nach Süden. Hier dieser blaue Nebel, der sieht schon cool aus, ne? Oh, Kupfervorkommen, das müssen wir markieren. Wo sind wir denn da? Kupfer. Ja, schreiben sollte man können, ne? Kommen wir mal ganz neu. Gut. Muss man mit Escape raus. Das sieht so komisch aus. Ist das was? Ne, ist nur Baumstumpf, der zerfleddert ist. Oh, da hinten ist irgendwie ein Spawner, oder? Da rechts steht ein Skelett. Da ist auch noch ein neuer Eingang. Okay, aber ich glaube, wir gehen erstmal an den Spawner ran. Was spawnt denn da? Keine Ahnung, ne? Gehen wir den so kaputt? Da kommen jetzt diese 2A. Wenn die kommen, dann ist das der Spawner von den Grauzwergen. Und links kommt auch noch einer. Wo ist er jetzt? Da. Erledigt, da kommt noch einer. Ich glaube, wir sollten schneller an den Spawner ran. Weil der schickt uns ja immer wieder neue wahrscheinlich, ne? Hm, jetzt müssen wir gerade erst wieder ein bisschen auftanken, vielleicht. Jetzt sind es wieder zu viele und ich habe wieder keine Energie, ey. Ja, man hätte vielleicht auch mal einen Pilz essen sollen, ne? Ey, was hat der mich jetzt hier so weggeschubst? Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal gerade gehen. Weil ich glaube, wir haben jetzt gerade zu wenig Energie. Ja, der ist noch hinter mir her. Ein Skelett ist es, okay. Aber noch eine Rauerei kann ich jetzt nicht mehr machen.
Erstmal ein bisschen Energie hier wieder aufbauen. Kann man eigentlich, während man läuft, auch das Menü aufrufen? Ja. So, hier haben wir mehr Platz zum Kämpfen, ne? So, wer ist denn noch da? Aber ich habe schon wieder keine Energie, das ist schlecht. Aber die Sonne geht auf. Mögen die Sonne vielleicht nicht? Habe ich den getroffen oder nicht? Das ist die Frage, ne? Die Sonne geht nicht auf, die Sonne geht wahrscheinlich unter, oder? Das ist schlecht, dann ist gleich dunkel, dann sehe ich wieder nichts mehr. Wir können aber mal gerade die Fackel rausholen, weil da hatten die Angst vor, ne? So, den Großen sind wir schon mal los. Und der ist ja auch gleich kaputt, wenn ich den treffe. So, da haben wir den und jetzt noch er hier. Der hat ja Angst vor Feuer, ne? So, jetzt haben wir das geschafft. Einmal alles aufnehmen. Kriegen wir hier in dieser Hütte vielleicht ein Dingens, ein Bett hin? Ging doch irgendwie so, ne? Lass uns mal gucken, ob wir hier ein Bett reinkriegen. Der Hammer ist auf 4. Herstellung. Ohne Werkbank würde schon mal gehen. Lass uns die mal hier ruhig reinbauen. Weil dann können wir uns hier auch eine Fackel bauen und hier eine neue Basis bilden, ne? Ne, 4, rechtsklicken. Bauen. Möbel. Da, Strommatte. Bisschen weiter runter gehen. Schon ziemlich dunkel, ne? Aber ich habe es geschafft. Und jetzt müsste man nur noch ein Feuer haben. Hey, jetzt haben wir auch Licht. Komm, wir machen jetzt hier noch eine Basisunterkunft. Jetzt brennt gleich die Hütte komplett, wa? So, was braucht man noch? Ein Feuer vielleicht, ne? Dann sind wir ausgeruht. So, das heißt, wir haben erstmal alles, was wir brauchen, oder? Ein Feuerchen, ein Bettchen, das wir jetzt erstmal benutzen. Spawnpunkt gesetzt. Okay, wollte eigentlich nur schlafen. Gut. Du träumst, dass du in einem verschneiten Wald spazieren gehst, als du auf ein nacktes Kind stößt. Er sitzt mit geschlossenen Augen an einem Baum und die Brust bewegt sich atmend. Als du neben ihm kniest, weißt du, und mehr weiß ich nicht, aber ihr könnt es weiterlesen, weil ihr könnt das Video anhalten. Ne? Ihr habt's gut. Gut, okay, wir sind ausgeruht, denke ich mal. Ja, ausgeruht und wir haben Feuer und ja, ich würde aber sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bringe während der Zeit die Sachen alle ins Lager, komm dann wieder her und schauen, was da hinten noch los ist, wo dieser Spawnpunkt war da von den Dingens. Da rechts stand ja auch noch ein Skelett. Ich glaube, da ist noch eine Grabkammer oder sowas. Das schauen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich. Bis dann. Ach so, ne, wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.